Na? Na? Ist egal. Ja, es hat mich jetzt bloß gewundert, ne? Und ich steig so aus dem Mannschaft bloß aus mit so kleinen Täschchen. Ich frag mich, wo meine Fußballschuhe denn sind. Stehen doch immer alle nur mit diesem komischen Plädierkoffer aus. Und vor allem im Anzug. So komplett übertrieben, als ob die Fußballspieler aus dem Bus in einem fucking Anzug aussteigen. Ne? 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 Das verstehe ich auch immer nicht. Oh, auch nach das Halbfinal-Hinspiel. Jetzt wird es wieder besonders. Wissen beide Seiten, worum es geht. Die Favoritenrolle. Pass doch zu mir, Digga. Ich klär das schon. Ich hätte ihn reingemacht. Aber die Gastgeber auf der anderen Seite können das hier ganz unbekümmert angehen. Wollen ihre kleine Chance nutzen in diesem Hinspiel. Du bist Gastgeber? Du. Emerson Leite de Sousa. Ja, logisch, Manchester City ist der Premier League Verein. Da ist er natürlich der Favorit, ne? Die Gäste sind natürlich in taktischer Hinsicht. Ich sag, Man City ist der Premier League Verein, der gelten natürlich als der Favorit. Ne? Logisch. Logischerweise. Ne? Und sie warten immer wieder geduldig auf die Lücke. Da ist der Ball weg. Ne? Aber das ist ein bisschen schwieriger. Ja, das sollte es auch. Du spielst gerade als EFK Cup Erster gegen einen der ersten der Premier League, ne? Eine neue Aufgabe für ihn in einer neuen Mannschaft. Heute die Premiere. Mit diesem Team und ich bin gespannt. Macht er das Tor? Roberto hat heute seine Premiere in deinem Team. 1500 Pässe. Hast du insgesamt. Was war das gerade? Hast du ja gerade einen Hampelmann gemacht? Da sehen wir es nochmal. Das ist zu nachlässig von der Abwehr. Zwei Leute gehen auf den Torhüter zu. Ja, der ist chancenlos. Du bist ja schon fast wie Sascha Grammel, der so einen Fortnite-Tanz macht. Was hat der mit Fortnite-Tanz gemacht? Ja, dieses Floss-Dance so, und so hin und her, ne? Ja, Floss halt, ne? Ja, meine ich ja Floss-Dance. Zahnseide. Ja, halt den Dings hat er gemacht, so. Partie ne? ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne, Porto. Er blockt die Hereingabe ab. Ich muss jetzt bloß hoch gewinnen, so. 4-5-0. Dann ist Man City komplett zerstört. Ja. Und, muss das rückspielen, ich bin schon klar. Genau. De Bruyne führt diesen Eckball aus. Aber das ist dann wieder das, was ich meine. Na? Was ich meinte vorhin. Du spielst Profi und trotzdem ist die Schwierigkeit in den Spielen manchmal relativ schwer und manchmal da ist einfach gefühlt keine Abwehr vorhanden. Ne? Das entspricht zwar auch irgendwie der Realität, weil Manchester City ist natürlich besser als keine Ahnung, was du sonst gespielt hast, aber irgendwo ist es auch ein bisschen weird. Ne? Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Ne? Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Szene immer noch gefährlich. Gute Chance. Wunderbarer Konter und auch das Tor war richtig gut. Wolf, was für eine Szene, was für ein... Fang mich doch. Ich mag keine Umarmung. Guckst dir an, alles frei. Ja, ich sehe das auch so. Ich muss mir das nicht jedes Mal neu angucken. Ich gucke die ganze Zeit hin, wie es sich aufgefallen ist. Hier steht es 2-0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Und Man City ist sauer. Jetzt der Vorstoß. Fairer Einsatz hier. Scheiße. Jetzt passen wir ihn stoppen. Aber wenn du hier in England noch ein bisschen watchst, dann nimmst du ja zwei neue Pokale mit für deine Sammlung, ne? Ja. Den FA Cup und den Carabao Cup. Ne? Und natürlich den Championship, den FA Championship Sieg.
Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Kurze Unterbrechung. Der Ball ist im Seitenaus. Wir müssen kurz warten. Der Ball ist im Seitenaus. Gefährlich. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Die Chance jetzt. Da ist er klasse angekommen. Das ist so lächerlich wie die. Geächtet, hat genau den richtigen. Da ist er hingehechtet. Um den Ball zu erreichen. Per Hechtsprung. Dennis Favreau. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Die Chance auf den Konter. Schöner Spielaufbau jetzt. Gutes Technik. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Manchester City auf dem Weg zum Tor. Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Wilfried Ndidi. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Von Manchester City hatten wir uns ein bisschen mehr versprochen. Bisher sind sie nicht gut im Spiel. Die nee. Chance jetzt vielleicht zum Konter. Sind sie auch nicht. Habe ich aber Stolling. Fast erwartet. Sauberes Tackling von ihm. Klar, gibt Einwurf. Ich meine, was hat Manchester City erwartet? FC Burnley ist nicht einfach so im Halbfinale, ne? Da steht die Abwehr sicher. Ne? Bernardo Silva. Das war auch ein weiter Weg für sie. Bernardo mit dem Ballverlust. Sauber vom Ball getrennt hier. Mann, Digga, was? So, Konterchance, vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt machen. Vielleicht schafft's Manchester ja heute noch zum Tor. Sergio Roberto. Das ist jedes Mal das gleiche. Scheiß Kopfbälle, Mann. Was spielt Jesus hier eigentlich mit? Er holt den Ball. Jesus Christus. Stark. Gut war das. Gut, gut. Überzeugend. Ich würde auch mal applaudieren. City hat einiges zu tun in diesem zweiten Spieldurchgang. Man liegt hier im Augenblick hinten. Okay, jetzt ist Jesus vom Feld. Jetzt geht's besser. Sergio Roberto. Das ist Sergio Berto. Ach wirklich, das ist Sergio Berto? Da ist er drin, ein tolles Sergio Tor. Berto hat sich echt verändert äußerlich, ne? Ne? Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Ich glaube, das gibt eine ziemliche Ansprache in der Kabine. Da passt ja nichts Sim. Zusammen heute. Das hat er sich komplett anders vorgestellt. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Auf dieser haben sie das anders vorgestellt. Gut heute. Ich bitte dich, es ist... Burnley, eine nicht gerade gute Mannschaft im Vergleich zu Manchester, die gerade Manchester schlägt, ne? Also die Entscheidung um seine sportliche Zukunft ist gefallen, denn er spielt für Manchester City. Ein toller Transfer, er bringt ja richtig Qualität mit. Es gibt Abstoß, da hätte er mehr draus machen können. Ja, wenn nicht der Spieler im Weg gewesen wäre. Yeah.
Nude Wolle. Erneut so ein hervorragender Pass. Ja, schon wieder. Meine Güte. Vorne der Ball gewinnen. De Bruyne. Gutes Technik. Warum steht De Bruyne bitte hier? Da wäre Platz für den Konter. Geht er nicht ganz woanders? Er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute. Oh, das war knapp Abseits. Hm? Geht De Bruyne nicht eigentlich ganz woanders? Gut gespielt. Ball geht nach außen. De Bruyne. Tyrese Campbell. Bernardo. Drüber, kein Tor bei diesem Hart. Doch, Bernardo Silva. Ja, vielleicht sogar zu hart, Wolf. Da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. Bernardo Silva spielt doch bei Man United, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube. Ich frage aber auch, De Bruyne spielt glaube ich nicht bei Man City. Kann mich aber täuschen. Ich habe da nicht viel Ahnung von, wo noch vorher. Joao Cancelo. Verteidiger ist dazwischen. Das wird jetzt Abschluss geben. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Ja, der macht da vorne drin. Dieser Noob, das liegt gerade Man City. Ne? Ausgewechselt. Ja. Wie spielt der trotzdem schon wieder, weil der ist noch nicht ausgewechselt. Okay, Bernardo Silva spielt wirklich bei Man City. Ne? Oh, viel Platz jetzt. Und das Tor. Und De Bruyne auch. Okay, dann wusste ich das einfach noch nicht. Ja, unter die Latte, das toll. Beide spielen da bei City. Mhm. Ist schon deutlich. Beide spielen da wirklich da. Ich hab da aber auch keine Ahnung, ich verfolge das nicht. Ja? Spielt den Pass auf den Flügel. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Schön vorbeigekommen. Flanke jetzt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Warum spielt Koch eigentlich schon wieder, wenn Koch gar nicht da ist? Und jetzt die Chance. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt sich den Spielstand. Ist das ein junger Torwart? Oh, no, no. Ich weiß, was steht 4 zu 0, das muss reichen.